liebe Wohnmobil-Aktivfreunde, wir haben heute einen kleinen Geheimtipp für euch, einen Stellplatz. Warum seht ihr das Sackgassenschild? Weil der am Ende der Sackgasse liegt. Und wenn man die Adresse per Navi eingibt, dann würde die quasi hier vorne enden. Also ihr müsst quasi die Straße einmal durchfahren. Und dann sehen wir gleich, dass wir auf dem Wohnmobilstellplatz von dem KSW Flöha stehen. Das ist ein Kanu-Sportverein hier in Flöha. Und Flöha ist eine kleine Kreisstadt in Sachsen im Erzgebirge. Hier sind auf der linken Seite nochmal Parkplätze, auch für die Sportler oder für die Gäste, weil dort ist auch ein kleines Restaurant und ein Café angegliedert. Öffnungszeiten bzw. offen hat ihr immer von Mitte März bis Mitte November. Dann fahrt ihr an dieses Tor vor und da seht ihr schon zum einen eine Telefonnummer. Da könnt ihr euch sehr gerne anmelden. Es macht auch Sinn, mal zu fragen, ob noch was frei ist oder gerne auch per E-Mail. Und wenn denn was frei ist und ihr kommen könnt oder rauffahren könnt, dann macht ihr einfach das Tor auf und fahrt vor. Und dann seht ihr, haben wir hier eine riesen Wiese da auf die Stellplätze. Also 10 bis 12 ist beschrieben, können hier stehen für 20 Euro. Dort inbegriffen ist Strom, zwei Erwachsene, die Kinder, Toilette und Dusche, also alles inklusive. Jetzt zeige ich euch nochmal, hier sind die Stromabnehmer, da könnt ihr euren Strom anschließen. Quasi, aber das kennt ihr ja eigentlich alles auch schon. Ne? Kurz mal auf, so, einmal aufmachen, prima. Also da kommt der Strom rein. Genau, schönen Baumbestand haben wir hier auf jeden Fall. Das ist natürlich im Sommer optimal, dann hat man auch ein bisschen Schatten. Wir waren im Spätherbst hier, deswegen steht die Sonne auch ein bisschen tief. Waren auch tatsächlich die einzigsten, hatten quasi den Stellplatz für uns alleine. Das war auch mal ein Erlebnis, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal Richtung Vereins, oder wir sind ja auf dem Vereinsgelände, Richtung dem Bootshaus, wo sich die Duschen und Toiletten befinden, die zeige ich euch etwas später. Ich wollte euch jetzt noch mal eben zeigen, wie gesagt, hier ist eine riesen Wiese. Zelten kann man hier auf jeden Fall auch. Das ist auch erwünscht. Wie gesagt, ihr solltet euch vorher erkundigen, ob Platz da ist, weil wenn die vom Sportverein irgendwelche Regatten haben oder irgendwelche Wettkämpfe haben, das ist hier natürlich auch immer voll. Deswegen macht das durchaus Sinn, vorher einmal nachzufragen. Reservieren kann man auch auf jeden Fall. Das machen die auch. Ganz nette Betreiber antworten auch relativ schnell. Das hat also zumindest bei uns ganz wunderbar funktioniert. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Wie ihr seht, wir waren ja im Herbst da. Oh, da haben wir mit dem Wetter echt Glück gehabt. So, dann gehen wir hier einmal den Deich rauf. Da seht ihr schon die Treppe, wo die dann die Boote quasi hochtragen, damit die dann quasi hier hinten auch wieder runter zum Wasser kommen. Das ist die Schopau. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die wird aufgestaut durch ein Wehr. Das ist schon fast über 100 Jahre alt. Dadurch hat sich auch dieser Kanu-Sportverein gegründet. Die haben dort quasi ihre Regattastrecke und können dort auch üben. Ist auch einer mit der ältesten Sportvereine in Sachsen tatsächlich. Genau, ein schönes Gelände, naturbelassen auf jeden Fall, viel Wiese, also befestigten Grund hat man hier nicht, man steht auf der Wiese, aber der ist eigentlich relativ eben, also wir hatten da jetzt so keine Probleme. Wir laufen hier gerade auf dem Deich, Hunde sind hier auch herzlich willkommen. Von hier aus hat man auch super Möglichkeiten, wie gesagt, entweder das eigene Kanu mitzubringen und Kanu zu fahren, Wanderung zu machen. Der nächste Ort oder Flöha, die Einkaufsgelegenheiten sind 1,5 Kilometer weit weg. Die bin ich gelaufen, das hat auch wunderbar funktioniert. Ein riesen Lebensmittel-Discounter. Genau, im Nachbarort ist ein Freibad. Nach Chemnitz ist es nicht weit. Gerade rüber, ich weiß nicht, ob man es sieht da hinten, hinter den Bäumen, da ist die Augustusburg. Das ist ein altes Renaissance-Schloss, das kann man auch besichtigen. Da führt auch so eine Standseilbahn hoch. Hier führt nochmal ein Weg lang und dann da super am Deich langlaufen, auch mit den Hunden, wirklich ganz wunderbar. So, mein Mann läuft da unten auch, die Kuga findet es gerade irgendwie auch ganz schön, dass sie alleine ist. So, dann zeige ich euch nochmal eben den Weg nach hinten. Der ist super befestigt, müsst auch keine Angst haben, gerade jetzt, also uns ist aufgefallen, als wir im Herbst da waren, dass das ganz schön dunkel war, aber es sind überall Bewegungsmelder, sodass der Weg wirklich super ausgeleuchtet ist. Also der ist wirklich sehr hell, dass man da dann so dagegen läuft quasi.
So, jetzt gehen wir Richtung Vereinsgelände. Das ist natürlich ist auch eingezäunt, aber da hat man dann Zugriff drauf. Man bekommt einen Schlüssel für die Toiletten und für die Duschen. Hier stehen auch Tore, weil auf der Wiese, die wir gleich noch sehen, so, da seht ihr hier. Herzlich willkommen, Kanusportverein Flöha. Genau, Kanu-Rennsport machen die auch. Ist auch ein Restaurant angegliedert zum Bootssteg. Das ist im oberen Teil des Hauses mit einer schönen Dachterrasse. Hier zur Linken habt ihr eine Tischtennisplatte, Volleyballfeld, Fußball kann man hier spielen. Genau, hier vorne sind noch ein paar Boote gelagert. Ja, natürlich, das ist irgendwann natürlich jetzt auch zu Ende für die Sportler. Genau, dann laufen wir einmal eben hinter. Düm, 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 düm. So, haben wir es gleich geschafft. Genau, dann ist hier vorne, seht ihr schon, Dusche, Campinggäste. Da gehen wir einmal rein. Zeige ich euch gerade. Oben sind die Vereinsräume und hier unten drunter quasi auf der linken Seite seht ihr auch nochmal die Dusche, Waschraum für die Tagesgäste. Gehen wir einmal rein. Ja, alles gut ausgeschildert auf jeden Fall. Ich mache euch mal im Licht an, damit wir was sehen. Genau, haben wir auf der linken Seite zwei Waschtische, sogar noch ein Spülbecken für Geschirr. Wir haben dann auf der anderen Seite gleich die Dusche. Ist kein Fenster drin, kein Tageslicht, aber die Lüftung ist super. Das funktioniert wirklich prima. Eine schöne Sitzgelegenheit, wo man gut die Sachen ablegen kann, sich anziehen kann. Also das ist wirklich wunderbar. So, und dann gehen wir nochmal raus, weil die Toilette ist in dem anderen Eingang. Das will ich euch nochmal zeigen. Und wenn wir gleich rausgehen, seht ihr, dass gerade vis-à-vis die Müllentsorgung quasi ist. Ne? Gelber Sack, Altpapier, Restmüll und Glas, wie man es so kennt quasi. Und dann ist hier auf der anderen Seite nochmal eben die Toilette. Da gehen wir nochmal rein. Vorne an sind die Herren und nach hinten geht es dann quasi zu den Damen. Alles super einfach gehalten, aber alles super sauber, kann ich gar nicht anders sagen. Mache ich euch nochmal eben das Licht an. Alles, was Frau, Mann so benötigt, ist da auf jeden Fall. So. Das war es dazu. Na, dann gehen wir noch mal raus. Also das war unser kleiner Stellplatz-Tipp in Flöha. Müsst ihr unbedingt mal hinfahren. Wirklich ganz entzückend hier, ganz schön. Hat uns super gefallen. Also, wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann wie immer Glocke drücken, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und bis bald.